Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zu einem neuen, nicht Stream, angezockt. Wir wollen Helldivers anzocken. Ich habe jetzt ewig warten müssen, bis ich ins Spiel reingekommen bin. Also, man startet das Spiel, dann kommt erstmal das Logo, also schwarzer Bildschirm, weißes Logo. Und dann hat es ewig gedauert, bis ich zu diesem Bildschirm gekommen bin. Ewig. 2, 3 Minuten, so höchstens, bestimmt. Keine Ahnung, habe die Zeit jetzt nicht gemessen. So. Deutsch. Español. Deutsch. Español. Das ist ja cool. Français. Español. Deutsch. So. Untertitelmodus. Untertitel Text zur Sprache. Nur Chat. Untertitel Text zur Sprache. Untertitelgröße. Groß. Extra klein. Mittel. Text zur Sprache. Das Auto, das war ein Fehler, weil es war an, obwohl es aus war. Okay. Also falls es bei euch denn auch anbleibt, obwohl hier aussteht, einfach mal anmachen und wieder ausmachen. Audiogerät, Heimkino, Soundbar, so, Heimkino, erstmal Heimkino. Gesamtlautstärke 11. Chat-Lautstärke habe ich jetzt nicht benutzt, werde ich nicht benutzen. Crossplay ein. Finden wir natürlich schneller Leute. Ich bin mal gespannt. Das Spiel hat mich von Anfang an gefixt. Ich muss aber dazu sagen, die ersten Bilder, die ich Über gesehen Erde. habe, die Unsere sahen, Heimat. habe ich kein Logo gesehen, Wohlstand. da haben mich die Bilder Freiheit. sehr an Starbucks erinnert. Nee, Starbucks nicht. Starship Troopers Demokratie. erinnert. Unsere Lebensweise. Deswegen war ich so heiß Hallo. drauf. Aber Freiheit ist nicht umsonst. Da. Nein! Süße Freiheit! Das ist ja geil. Das erinnert mich wirklich an Starship Troopers ein bisschen, wenn da Werbung Szenen kommt. wie diese Für ereignen die sich Armee. genau jetzt in der gesamten Galaxie. Sie könnten der Nächste sein. Es sei denn, Sie treffen die wichtigste Entscheidung Ihres ganzen Lebens. Beweisen Sie sich selbst, dass Sie die Stärke und den Mut haben, um frei zu sein. Werden Sie ein Helldiver. Werden Sie Teil einer friedenssichernden Elite-Truppe! Geil. Sehen Sie exotische neue Lebensformen. Das erinnert mich so an. Sie die gelenkte Demokratie in der ganzen Galaxie. Werden Sie ein Held. Das erinnert mich an Starship Troopers. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Werden Sie ein Helldiver. Ich habe mich auch hier nicht spoilern lassen. Ich habe noch nichts dazu weiter gelesen. Ich habe nur damals den Trailer gesehen. Hattet vielleicht doch was mit Starship Troopers zu tun? Ich muss mal googeln danach, wenn ich es angezockt habe. Na gut, die Bugs sehen ein bisschen anders aus. Die haben hier Stacheln drauf. Die Bugs von Starship Troopers, die sind, haben nicht diese kleinen Stacheln. Aber so von der Machart her, mit dem Video, das ist, und wie sie da gegen die kämpfen, ist, und auch mit der Explosion, das kam auch so in Starship Troopers vor. Wer jetzt Starship Troopers noch nicht gesehen hat, ist eine dreiteilige Filmserie. Guckt euch die mal an. Ist wirklich geil. Leider ging das nicht weiter. Bugs, siehst du, so hießen die auch. Also Käfer. Viel Glück da draußen. Wir sehen uns an der Front. Wir sehen uns an der Front, natürlich. Ist auch ein Loot-Shooter. Finden Sie die Trainingsanlage anhand der Karte.
Anhand der Karte. Okay. Ausdauer geht runter. Achtung! Ich bin General Brash, der älteste und schauheiligste Kriegsheld von Übererde. Geil. Und ich bin nicht leicht zu beeindrucken. Das ist ja geil. Aber das scheint sie nicht zu schrecken. Also ich kann mit Touchpad hier die Karte aufrufen, kann innerhalb der Karte, während ich spiele, hier zack, rein und raus suchen. Und kann mit den Pfeiltasten hier rein und markieren. Schade, dass die Karte hier nicht... Oder bleibt die? Mist. Ich habe da die Linie gedrückt. Drücke doppelt. Oh. Scheiße. Kannst du präziser feuern. Müssen sich dann gleich selber kaputt machen, wenn ich dann auf der gleichen Höhe bin? Achso, hier. Ich verblute! Zusammenreißen, Soldat! Schnappen Sie sich die Spritze und verarzten Sie sich! Ja, so gut wie neu. Jetzt aufgepasst! Sie treffen nun auf den Erzfeind! Rekrut. Da kommt er, ein Terminit, die Geißel der Freiheit. Zu den Waffen und zeigen Sie dem Vieh, was Freiheit bedeutet. Magazin leer! Volltreffer, Soldat! Räuchern Sie das Nest jetzt mit einer Granate aus! Ansonsten werden Sie immer wiederkommen! Ah, das ist Licht.
In Deckung. Was für ein ungeheurer Wurfarm. Auf zum nächsten Bereich. Sehen Sie nach oben, Rekrut. Das ist ein Überzerstörer. Und seine mächtigen Taktikausrüstungen gehören ganz Ihnen. Erledigen Sie die Bugs mit einer Taktikausrüstung. Gehen Sie dafür nur ein paar Schritte zurück. Werfegranate! Ich habe noch nicht den Sinn rausgefunden, jetzt, warum man da jetzt irgendwie so einen Code eingeben muss. Greifen Sie zu, Rekrut. Jetzt geht's um alles. Nur Sie, Ihre Waffe und 2000 Megatonnen Sprengstoff auf engstem Raum. Also los! Keine Munition mehr. Kleiner Hinweis. Wer sich bewegt, zielt auch schlechter. Für höchste Präzision sollten Sie beim Schießen stillstehen. Kann ich jetzt nach rechts drücken? In Deckung! Diese dämlichen Viecher hatten keine Chance gegen einen genialen Taktiker, wie sie es sind. Sie sind so gut wie unschlagbar. Auf geht's, Rekrut. Jetzt ist es Zeit, die großen Kanonen rauszuholen. Besorgen Sie sich mit der Unterstützungswaffentaktikausrüstung eine echte Waffe. Markiere Position. Egal. Achso, oben. Ich hab falsch geguckt. Runter, links, runter, hoch, rechts. Das ist cool gemacht. Da ist das Teil. Jetzt holen Sie sich mit der Nachschubtaktikausrüstung mehr Munition. Okay. Warum
nochmal dahin. Runter, runter, hoch, rechts. Ich glaube, das mit den Codes ist so deswegen, weil man, dass man das halt auf eine Taste legen kann. Ist aber ein bisschen nervig, dass man da so lang Code, dass man nicht einfach so auswählen kann. Ihre Showzeit ist vorbei. Der letzte Test steht bevor. Jetzt wird es richtig ernst. An die Arbeit! Dieser Bereich muss dringend von der Terminidenplage befreit werden. Terminal aktivieren! Wurde das Terminal noch nie aktiviert. Hier muss irgendwo die Flagge von Übererde sein. Finden Sie sie und hissen Sie sie dort, wo jeder ihre demokratische Pracht sehen kann. Zollen Sie ihr den nötigen Respekt. Gemacht, Rekrut. Schon jetzt haben Sie die Demokratie weiter vorangebracht als jeder Soldat, den ich kenne. Sie haben sich bewiesen. Jetzt können Sie den Umhang anlegen. Ein echter Helldiver. Sie wirken wie mein jüngeres Ich. Furchtlos, unverletzbar und über 2 Meter groß. Okay. Alles liegt in ihrer Hand. Das ist geil gemacht. Ah, das gefällt mir. Das ist cool gemacht. Kadett. Grafik sieht urgut aus. Überhört. Benenne dein Überzerstörer. Krieger der Freiheit. Gnade, Güte, Intelligenz, Loyalität, Menschheit, Mitternacht. Krieger der Sterne. Tapferkeit, Wachsamkeit, Wahrheit. Krieger des Friedens ist so geil. Krieger des Kampfes. Krieger des Kriegers. Krieger des Volks, Krieger des Zorns. Krieger des Zorns klingt auch gut.
Krieger von Übererde. Zwielicht. Aus Eisen. Krieger aus Eisen, aus Goldstahl. Krieger der Dämmerung. Krieger der Erde, Krieger der Entschlossenheit, Ewigkeit. Werte, Freiheit. Freiheit. Hä, wieso steht hier Freiheit zweimal drin? Naja. Gelassenheit. Güte, Entschieden. Loyalität, Menschheit mit dem Moral, Selbststärke, Tapferkeit, Wasserkeit, Wahrheit, Wissen und Zerstörung, Krieger der Zerstörung, Krieger des Friedens, Krieger des Gesetzes, Krieger des Kampfes, Krieger des Krieges, Krieger des Friedens. Lady, Leuchtfeuer, Lady, Lord. Mutter der Freiheit. Patriot des Friedens. Patriot der Freiheit, Patriot des Friedens, Patriot der Zerstörung. Klingt ja oben ein bisschen komisch. Prinz. Ja. Aber ich werde Krieger nehmen. Ritter, Schild. Oh, Schwert der Freiheit. Schwert des Friedens. Speer. Wir wollen uns ja befreien von der Tyrannei der Bugs. Titan. Vater. Wächter. Wille. Ich will mal gucken, ist vielleicht auch Gott mit bei? Gerald des Friedens. Ne, hier machen wir Krieger halt. Krieger des Friedens. Glückwunsch zum beendeten Training, Herr Diver. Sie haben jetzt auf dem Schiff das Sagen. Der Demokratieoffizier erwartet Sie auf der Brücke. Willkommen im galaktischen Krieg. Ich hab das Sagen. Ich dachte, ich bin nur ein Kämpfer. Jetzt bin ich hier Captain oder was? Ich hab einen Freundescode. Ach, der ist denn für andere Systeme wahrscheinlich. So, Grafik. Ich will mal gucken, ob ich hier noch Qualität oder so auswählen kann. Helligkeit. Leistung, nee, Qualität wollen wir. Audio, Musik. Sehr cool. Du kannst mit einem Knopf einfach hier, kannst du hier komplett ausmachen. Ich finde es aber immer noch. Schönen demokratischen Tag.
schönen demokratischen Tag. Ich bin die Kapitänin dieses Überzerstörers. Ich stelle sicher, dass sie alles haben, um gelenkte Demokratie beim Feind zu verbreiten. Gelenkt. Auch nicht schlecht. Ändern. Ich lasse Standarddinge, die fällt mir mehr. Die Freiheit leitet meine... Ich kämpfe für über... Demokratie für alle! Ich werde die Demokratie um jeden Preis schützen. Ich... Aber mit unseren eigenen Händen werden wir die Tyrannei niederreißen. Das sieht schon recht geil aus. Na, gucken wir mal. Erinnert mich ein bisschen an das Marvel-Spiel mit dem Kartentisch. Geil. Initiiere FTL-Sprung nach das Angel Venture System. Kann ich hier.
Jackpot-Start initiiert. Ich habe euch einen schönen hohen Ausschlag, wenn die da so runterfliegen da. Also da ist ganz schön grün mein Ausschlag. Aber das haut bei meinem Aufnahmeprogramm sie sowieso nicht hin. Er zeigt manchmal an, ob Ausschlag und dann ist da kaum was zu sehen und zu hören. Ihr werdet uns niemals unser Leben diktieren. Kommandant eliminieren. Ich würde gerne. Mehr. Magazin!
Magazin leer! Eliminiert? Achso, nee, meine Leben sind da. Achso, ich habe schon abgeschlossen. Sparke. Ach, da muss ich hin zur Evakuierung.
Scheiße. Anfrage bestätigt. Verstärkung im Anmarsch. Ich kann es ein bisschen variieren, wo ich hin soll. Okay. Die Demokratie ist gelangt. Achso, nee. Noch 30 Minuten für die Mission. Evakuierungs-Shuttle im Anflug. Nachladen und so, das muss alles noch ein bisschen. Ankunftszeit, 10-30 Sekunden. Ihr werdet uns niemals unser Leben diktieren! Ankunftszeit, 10-20 Sekunden. Bockt richtig. Bloß mit dem Magazin, mit dem Nachladen, den muss ich noch schneller hinkriegen. Der braucht auch lange zum Nachladen. Vielleicht kann man das auch noch verbessern. Ich bin Level 0. Ich habe jetzt zwei für Befehle gedrückt. Ich wollte einen Befehl geben.
Kriegsanleihenfortschritt. Und was soll das sein? Sind das die gleichen, die man hier kaufen kann? Produktanzeigen. Gucken, ob es die gleiche Währung ist. Oder habe ich mich da verguckt? Da war doch Währung zu kaufen im Shop, oder nicht? Es ist schlimm mit der PlayStation, dass die jetzt so lahmarschig geworden ist, ey. Nee. Doch, hier. Achso, ja. Ach, das ist Geld. Credits. Okay, damit kann man bezahlen. Okay. Gut, also können wir praktisch die Totenkopfteile, die wir kriegen, umtauschen oder was? Kriegen wir die denn im Spiel? Wie kannst du denn halt noch individualisieren? Oh, der Helm sieht aber auch geil aus. Aber mit den Waffen, das muss noch ein bisschen besser werden. Wo ist denn hier nichts Schwarz-Rotes mit bei, was so ein bisschen fetzt? Und die kann ich dann, okay, die kann ich dann so kaufen und die kann ich dann mit dem Credits kaufen. Kaufe Credits, um Zugriff auf Premium-Inhalte zu erhalten. Das muss ich freischalten mit Kohle. Okay, also Punkten, die ich dann kriege. Stahlwater, die sieht auch gut aus. Die haut ordentlich durch. Die will ich mir als erstes dann holen. Dieses Grün.
erfordert Lizenz zur Nutzung von Spenden. Okay. Also 60 von diesen grünen Punkten kann ich das holen. Erhöht die Anzahl an Magazinen, die jeder beilegt. Das klingt gut. Taktische Ausrüstung, das klingt auch gut. Ein zusätzliches abgeben. Puh. Okay, da können wir ja ordentlich was machen. Helldiver, Operation Wall der Tapferkeit hat begonnen. Sie und die anderen Helldivers müssen die Terminidenbedrohung eindämmen. In Kriegszeiten wird mehrfach gewählt. Zuerst am Wahltag und dann mit jeder Kugel, die einen gegnerischen Kämpfer trifft. Dieser Planet wird Teil der Barriere, die die Ausbreitung der Terminiden verhindert. Doch zunächst muss er von den Helldivers gesäubert werden. Grad mal befreit, okay. Ja, das sieht irgendwie aus wie bei Marvel. So, was haben wir hier? In 40 Minuten. Operation abgeschlossen. Ihr Mut steht außer Frage. Missionskoordinaten festgelegt. Helfort bereit. Aktiviere Orbital. Die Mission machen wir noch. Lass mal ein bisschen schießen, muss man mal gucken. Orbit synchronisiert. Ich will keine 40 Minuten. Missionsvorbereitungen abgebrochen. Die gehen alle 40 Minuten? Operation abgeschlossen. Ihr Mut steht außer Frage. Missionskoordinaten festgelegt. Dann machen wir doch nochmal so eine 40-Minuten-Mission.
Rekordstart initiiert. Letztes Nachladen. Ausrüstungspaket unterwegs. Unterstützungswaffe im Anflug. A2 und A1.
Batterien leer! Alle markierten Ventile einstellen. Also A1, B1. Aber ich habe da kein B1 gesehen hier. Ach, den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Einlatschen oder was? Ich nehme aber vorher nochmal Munition mit und so. So. Gefunden. Die Hütten kannst du nicht rein.
hätte mich mal heilen sollen. Vergesst ihr das mal. Auf ins Gefecht! Ach nee, falsche Knopf. Ach, ich habe nach unten gedrückt, das ist nach oben. Evakuierung verfügbar. Scheiße.
Ausrüstungspaket trifft ein. Unterstützungswaffe im Anflug. Evakuierung möglich, sobald ihr bereit seid. Kennzeichne Position, nördlich. Scheiße.
Geister. Die Evakuierung ist da. Es sind aber auch viele Bugs. Nachschub. Ausrüstungspaket unterwegs. Magazin leer. Ausrüstungspaket trifft ein. Ach, ich hätte auch den Präzisionsschlag machen können. Scheiße.
besiegen! Evakuierungsanfrage bestätigt. Shuttle im Anflug. Ankunftszeit T-30 Sekunden. Feuert Orbitalschlag. Ankunftszeit T-20 Sekunden. Ankunftszeit T-10 Sekunden. Ich kann die sehen, ey. Wir sind der Einrichtung des terminiven Kontrollsystems einen Schritt näher. Das macht echt Spaß. Das erinnert mich wirklich an die Anfangszeiten von Destiny. Also Destiny 1, wo Destiny noch gut war. Zwei ist okay, aber ist nicht so meins, muss ich sagen. Vielleicht auch, weil ich damals mit meinen Leuten zusammen Destiny gezockt habe. Kann auch sein. Wir haben uns ja drei Charaktere gemacht, damit wir halt die wöchentliche und die monatliche halt dreimal machen können. Um genug, und die tägliche sowieso. Um genug Münzen und so zu kriegen. Um für Xorx und hast nicht gesehen. Und Ausrüstung natürlich. Und dann natürlich auf allen Schwierigkeitsstufen. Vielleicht braucht es gar nicht. Helldivers wie Sie töten auch so schon massenweise Bugs. Ich kann es kaum erwarten, das TKS in Aktion zu sehen. Riesige Türme überall, die Insektenspray in die Luft pumpen. Die Logistik allein ist ein Kunstwerk.
Nee, hier war ich falsch. Ich kann es immer noch nicht kaufen. Ich habe immer noch. Ich habe grün eingesammelt, aber hab's nicht. Ich habe 0 von 18 Modulen freischalten. Das ist auch noch gesperrt. Selbst das ist gesperrt, ist doch doof. Kann ich hier denn was neu machen? Ne, da habe ich eine, auch eine. Hat sich auch nichts geändert. Das ist ein schönes Bild für den Abschluss. Wir sind auch schon wieder bei anderthalb Stunden hier. Über anderthalb Stunden. Also, es hat mir richtig Bock gemacht. Muss ich sagen. Im Team wahrscheinlich noch viel geiler. Ein schöner Taktik-Shooter, wo man dann halt einen Loot-Shooter. Gefällt mir. Mit dem Nachladen und so, das ist halt doof, dass es nicht automatisch ist. Weil jetzt hätte man nicht nachladen und das dauert dann auch immer noch hier. Da muss man einkalkulieren. Und mit den Waffen, also richtig nicht. Also so mit dem Hin- und Herwechseln, da komme ich immer noch nicht so ein bisschen durcheinander. Aber wenn man es ein paar Mal gespielt hat, ist man da, denke ich, mal drinne. Ja. Dann würde ich sagen, dann wartet. Ich lade so hoch, wie ich hier gezockt habe, in 4K mit der ADR. Könnt ihr natürlich nur auf dem dementsprechenden Ausgabegerät sehen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Vielleicht spielen wir das auch noch mal im Stream. Wenn der ein oder andere von euch das hat, kann sich gerne bei mir melden. Und dann können wir das vielleicht mal im Stream zocken. Das wäre ja auch mal was. So, bis dahin verabschiede ich mich jetzt erstmal. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.